Komm uns zu lehren. Komm uns zu heilen. So haben wir in den ersten beiden O-Antiphonen am Ende gesungen. Und heute, komm uns zu befreien. Warum singen wir das im Advent? Wie sind Christen in der Lage, die doch Erlöste sind, die das in ihrer eigenen Taufe feiern und hineingenommen sind in Christus selber? Wie sind Christen in der Lage, jeden Advent neu zu rufen, komm uns zu befreien? Zunächst gibt uns die Antiphon eine Antwort darauf, dass wir nicht nur gestern beim Exodus, bei der Befreiung aus Ägypten, dem Auszug aus Ägypten, hineingenommen sind in die Geschichte Israels, in jenen großen Akt, da Gott sich zu erkennen gibt mit seinem unnennbaren Namen, der sich zu erkennen gibt in dem, was er tut, wie er handelt, sondern dass wir in die ganze Geschichte Israels involviert sind und hineingenommen sind. Das Zweite, was deutlich wird, das Dazwischen des Christen. Ja, wir sind befreit. Wir sind hineingenommen in die Erlösung. Wir dürfen schon, etwa in der Liturgie, diese Erlösung sogar verkosten. Aber im gleichen Augenblick sind wir hineingestellt mitten in diese Welt, wie sie ist, mit den Menschen, die wir auch sind, sündig, böse, schwankend, unentschlossen, manchmal gut, so wie alles in dieser Welt. Und das große Beispiel der Geschichte Israels mit Gott, diesem auserwählten Volk und seinem helfenden, rettenden, die Not sehenden Gott, wird heute aufgerufen in der Gestalt des Sohnes des Isai, des Sohnes des, in der lateinischen Form, des Sohnes des Jesse, König David. Jener überaus Begnadete, wir könnten sagen, ein Auserwählter Gottes, jener einmalige König und zugleich, wir wissen es, Rebell, Mörder, Ehebrecher, Sünder bis auf die Knochen. Und doch einer, der nie den Kampf aufgibt, immer wieder auf Gott zu hören, der immer wieder umkehrt, der immer wieder von seinen unendlichen Abwegen zurückkommt, sich finden lässt von Gott. Deshalb ist er so exemplarisch. Was dann schon Salomo und geschweige denn Rehabeam nicht mehr geschafft haben, dafür steht David, der Sohn des Isai. Und darauf gründet sich die Hoffnung, die die Antiphon heute anstimmt. Ja, es stimmt, Politik, Macht, und das gilt übrigens auch für die Kirche, ist korrupt, ist anfällig für Verderbnis, für die Fäulnis der Sünde. Ist wie ein Klebstoff wirkt das, dem geht man immer auf den Leim. Und doch, in allem Verrotteten, in dem, was tot erscheint, lässt Gott einen neuen Spross hervorkommen, ein Zweiglein. Aus dieser Wurzel, die im Grunde gut ist, weil Gott sie gepflanzt hat, mitten in diese Welt hinein, wächst nicht einfach eine abstrakte Hoffnung, sondern wächst der heraus, der aus all dem befreit. Und er wächst genau aus dieser Wurzel heraus, weil Gott wiedererkannt werden will, aus dieser Wurzel. Wir müssen in dieser Geschichte lernen, die Handschrift Gottes zu lesen. An der Gestalt Davids, an dem, der sich dann Nachkomme Davids nennt und es ist, seiner Menschheit nach, Jesus Christus. Die Handschrift Gottes zu lesen in der Erwählung, in der gewährten Gnade,
weil er, nachdem wir rufen und von dem wir wissen, dass er uns befreien wird und auch schon befreit hat, er ist selber die Gnade Gottes in Person. Ganz froh dürfen wir diesen Ruf anstimmen, auch als Christen. Komm und befreie uns und zögere nicht. Ora dix Jesu, Christus in signum populorum, superquem contendebunt reges, osum, quem gentes te precabuntur, veniat liberandum nos, iam nolita dare. Meine Seele preist die Größe des Herrn,